zu einem neuen Video von mir. Jakob und ich machen eine kleine Reise nach Italien. Bei mir haben jetzt die Osterferien angefangen und ich freue mich richtig auf ein bisschen Entspannung. Und wir haben uns da ein richtig kleines, süßes Airbnb gebucht. Und ich nehme euch natürlich mit und ja, ich freue mich mega. Und ich würde sagen, let's go. Es ist ziemlich früh, deswegen bin ich auch noch ein bisschen müde. Aber ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Leute, wir sind gerade hier bei dem Airbnb angekommen und schaut euch mal an, wir sind gerade versehentlich mit dem Lift hier auf diese riesige Sonnenterrasse raufgefahren und es ist so schön, der Ausblick ist mega, ist der Gardasee. So, wir sind hier angekommen und ich gebe euch mal eine kleine Roomtour, ich bin so in love irgendwie. Also hier kommt man rein, dann ist hier so ein kleines Badezimmer. Dann ist hier so ein riesiger Wohn-Essbereich, also so ein riesiges Bett. Auch noch so ein Essbereich. Hier ist auch eine Küche. Also es ist nicht riesig, aber es ist eigentlich mega die gute Größe. Aber das Highlight, Leute, ist diese Terrasse und dieser Ausblick. Ich finde es so nice. Ich freue mich richtig auf die Tage jetzt. Und es ist auch richtig, richtig schön warm, sonnig. Und hier hinten gibt es auch noch einen Pool. Also man sieht das jetzt nicht. Mal schauen, ob man dann irgendwie schwimmen gehen kann oder ob es warm genug ist, aber es ist richtig, richtig schön. Ich habe jetzt sogar schon einen Bikini angezogen, weil es so warm in der Sonne ist. Jakob und ich werden dann einkaufen gehen, weil wir werden hier ziemlich viel kochen und deswegen gehen wir auch Lebensmittel einkaufen und jetzt chillen wir aber noch ein bisschen in der Sonne und ich freue mich auch schon so auf der Dachterrasse dann Sport zu machen. Das wird so nice. The moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. Schaut euch mal an, wie viele verschiedene Arten von Bikini es da gibt. Wir waren gerade einen Lebensmitteleinkauf machen, weil wir haben ja eine Küche und wir wollten die nächsten Tage ein bisschen kochen. Und ich mache euch danach einen kleinen Food Haul. Ich finde es immer so interessant, in einem anderen Land einkaufen zu gehen. Aber es ist richtig teuer hier. Also entweder wir waren in einem super fancy Supermarkt, aber wir haben wirklich das Doppelte gezahlt wie sonst. Also wir haben jetzt 90 Euro gezahlt für einen Einkauf von 5 Tagen. Aber ja, ich freue mich richtig, weil ich finde das Essen ist nochmal viel nicer hier. Also Spaghetti, Tomatensauce und alles ist irgendwie hier viel besser. Mega schön, also es hat 25 Grad. Es hätte eigentlich heute regnen sollen und die nächsten Tage schön werden sollen, aber es scheint die ganze Zeit die Sonne, also richtig, richtig schön. Und jetzt fahren wir wieder zu unserem Airbnb. Wir sind jetzt wieder back vom Einkaufen und ich dachte mir, ich gebe euch mal einen kleinen Haul. Also wir haben Olivenöl, Balsamico, das Wichtigste. Dann einmal so ein Sugo. Nudeln natürlich, einen Salzspender, rot. Dann haben wir solche Kekse gekauft, weil Jakob liebt die. Und wir haben gerade von unseren Nachbarn ein Bier geschenkt bekommen. Ich trinke kein Bier, aber Jakob mag ein Bier. Dann haben wir einmal eine Gurke, eine kleine Butter. Die Hafermilch haben wir von uns zu Hause mitgenommen. 3 Ochsenherztomaten. Das sind diese hier, die sind auch richtig gut. Einen Parmesan, Oliven, einen Mango-Maracuja-Saft, dann hier einmal Rucola-Salat, normalen Salat, zweimal Mozzarella, eine riesige Paprika, Joghurt, Banna Cotta, Tomaten, Avocado. Dann haben wir einmal Nutella gekauft, weil Jakob liebt Nutella, vegane Gummibärchen, ganz viel Kaffee. Ich liebe den, das ist der beste. Das ist Lavazza-Kaffee und da haben wir 4 von denen mitgenommen, weil die nehmen wir nach Hause. Oben sind ganz viele Snacks, also einmal solche Chips, dann solche Cracker und Nudeln und Gnocchi und natürlich ganz viel Wasser. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber meine Allergie, also ich habe ja eine Pollenallergie, die kickt sowas von krass rein. Also ich habe richtig Heuschnupfen hier. Ich habe sogar 2 Tabletten genommen. Und ja, ich hoffe, das wird jetzt dann besser. Vielleicht wasche ich einmal mein Gesicht und vielleicht geht es dann wieder. Aber ja. Okay.
sight, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Leute, heute ist ein neuer Tag. Vielleicht seht ihr meine rote Nase, weil also gestern hat es mich so krass erwischt, was das Pollen, was meine Pollenallergie angeht. Ich habe ja richtig starken Heuschnupfen, also Pollenallergie, Frühblüter. In Tirol zwar gar nicht, ich glaube, das habe ich gestern schon gesagt, aber hier extrem. Und gestern war auch noch ein extrem windiger Tag, das heißt, die ganzen Pollen hat es wirklich herumgewirbelt und ich habe mich echt mega schwer getan, dann gestern am Abend noch mit dem Atmen und so. Und ja, also gestern war nicht so mein Tag, aber heute bin ich richtig motiviert. Mir geht es auch schon besser und wir versuchen heute den Tag auszunutzen und gehen jetzt dann auch eine Runde Sport machen. Und genau, also heute ist auch ein richtig schöner Tag, es soll die ganze Zeit die Sonne scheinen und... Und meine Nase ist mehr als nur rot, also. Wir fahren jetzt Sport machen. Huhu. Wir essen jetzt zu Mittag und zwar gibt es jetzt einen großen Salat mit einer richtig schönen Aussicht. So, wir haben uns jetzt angezogen. Ich habe mir einen Pulli angezogen und eine Hose. Der Pulli ist von Bull & Bear und die Hose ist von Armed Angels. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir fahren jetzt in die Stadt. Es ist heute schon mega, mega warm. Also es hat auf der Terrasse hat es wirklich, ich glaube, um die 25 Grad. Aber es geht heute wieder ein bisschen so ein kalter Wind, deswegen haben wir uns ein bisschen wärmer angezogen. Und drunter habe ich aber so ein weißes Top, vielleicht filme ich das später nochmal. Und ich nehme immer so eine Bauchtasche mit, das kann ich auf jeden Fall für so Städtetrips sehr gut empfehlen. Wir müssen alle einfach jetzt meine rote Nase ignorieren. aber ich wollte ein bisschen mit euch quatschen. Wir sind jetzt wieder daheim, also in unserem Airbnb. Haben so einen kleinen Roadtrip gemacht. Also wir sind so am Gardasee entlang gefahren und es war richtig schön. Ich habe euch eher ein paar Sequenzen eingeblendet. Jakob ist gerade duschen gegangen, ich gehe dann auch noch duschen und danach wollen wir Abendessen gehen. Wir haben gestern eine neue Serie angefangen und zwar heißt die Superstore. Also für alle, die so Modern Family, Brooklyn Nine-Nine und so weiter mögen, ist die echt richtig cool. Also ich freue mich voll, ich mag solche Feel-Good-Serien richtig gerne. Meine Allergie ist heute wieder um einiges besser. Allerdings, meine Nase ist immer noch zu, also so teilweise, aber damit kann ich auf jeden Fall leben. Something about you I like.
should slow down, but maybe I'm escaping. Ein neuer Tag, eine neue Sportsession. So, ich zeige mich jetzt auch mal wieder mit Gesicht. Man sieht zwar immer noch mega meine rote Nase, aber es geht jetzt auch schon besser. Ich mache mich jetzt ein bisschen fertig für den Tag. Also Jakob und ich gehen jetzt dann, wir waren jetzt gerade die ganze Zeit außen, haben ein bisschen in der Sonne gelegen. Und genau, jetzt wollen wir nochmal in die Stadt fahren. Wir müssen auch nochmal ein bisschen Wasser kaufen. Und genau, das machen wir. Und meine Allergie geht es eben, wie gesagt, auch schon ein bisschen besser. Also es ist jetzt nicht weg oder keine Ahnung was. Aber ich kann auf jeden Fall wieder atmen durch die Nase. Das ist echt ganz nice. Also ich finde, immer dann, wenn man eine zure Nase hat, dann schätzt man das immer so krass, wenn man dann denkt man immer richtig an die Zeiten zurück, als man noch durch die Nase atmen konnte. Ich bin jetzt fertig geschminkt und jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir sind jetzt bei unserem Pool. Jakob hat vor, reinzuspringen, obwohl es nicht so mega warm ist. Boah, ist das kalt! Ach du heilige Scheiße! Okay, geh raus. Oh my love, you're such a fragile thing. Also gestern war es mega schlimm mit meiner Allergie, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir heute schon nach Hause fahren. Wir sind auch gerade dabei beim Aufräumen. Jakob ist gerade draußen und kehrt die ganze Terrasse zusammen. Und ja, die Küche haben wir jetzt auch schon so gut wie aufgeräumt. Eben hier noch ein bisschen Müll steht herum, den wir dann auch wegschmeißen. Also hier haben wir den gesammelt und Koffer sind auch schon gepackt. Und ja, also leider ist das Ganze nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber fürs nächste Mal weiß ich es auf jeden Fall. Also trotzdem mega, mega schön und ich hoffe, ich konnte euch doch trotzdem ein paar Summer Vibes rüberbringen. Und ja, wir werden jetzt uns dann auf den Weg machen und genau, aber ich freue mich auf mein Bett auch zu Hause und jetzt. Ich zeige euch noch ein letztes Mal diese Aussicht. Beautiful. Schon sad, dass wir jetzt fahren müssen.